Heute zeige ich dir, wie man einen Wildburger über dem Feuer machen kann. Als erstes tue ich hier das Mehl dazu. Und als nächstes tue ich einen Teelöffel Salz rein. Jetzt tue ich die Hefe mit dem Honig und einem guten Wasser zusammen auflösen und nachher die Milch und die Butter in die Mulde rein tun und so nachher zu einem Teig formen. Für den Rehburger nehmen wir feinstes Rehkacket, geben 2 Eier und das Paniermehl dazu. Der Teig ist fertig aufgegangen und ich mache jetzt die Bands daraus. Ich bringe die leicht in eine längliche Form, weil sie im Omni-Ofen so besser Platz haben. Das Burger Patty tue ich nachher dem anpassen. Bevor ich die Bands in den Omni-Ofen rein tue, tue ich sie mit Ei bestreichen und ein bisschen Sesam obendrauf. Ich lasse die Pfanne zuerst sehr gut heiß werden, damit wir einen guten Brateffekt bekommen. Alle Komponenten sind ready. Ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spass beim Nachmachen und teile doch deine Kreationen unter dem Hashtag #RausAberRichtig.